Widerschein mit dieser wunderschönen Dark Souls-Fallen. Wie ging's denn jetzt hier weiter? Knast, 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 schön, schön. Hier geht's, glaube ich, wieder runter, da wo die. Ja, Kugeln im Moment. Ne, nicht lang gehen. Ja, ich hab mich verlaufen. Jetzt glaube ich eine Tür, die nicht aufgeht, genau. Und. Ach, genau, okay. So, das ist der, genau. Was passiert hier? Nichts, genau, das ist dieser eine Weg, wo die Echse steht. Im Weg. So. Wir sind jetzt erstmal in dem Raum, wo die, die Kugeln herkommen. Beziehungsweise, ja, wo sie herkommen. Gehen immer entgegengesetzt zu diesem Holzknüppel da. Das heißt, irgendjemand hat die eben schon bewegt. Das hier ist raus. Und hier geht's eigentlich erstmal. Ah, halt, hier gehen ja die Kugeln hin. Moment. Genau. Okay, ich will jetzt erstmal, dass die Kugel da lang geht. So, eine reicht. Und jetzt. Mal woanders hin, genau. Ich hoffe, es bleibt jetzt so. Manchmal wird das Ding resettet, aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht, welche. So, wir sehen, der Typ stand an einer Wand, die offensichtlich ein Loch hat. Jetzt. Woher dieses Loch kommt, kann man nur ahnen. Eigentlich auch sinnfrei, dass ich jetzt hier lang gehe, denn ich kann die diese Dinger noch nicht öffnen. Hallo! Mr. Big Head Logan. Ja. Ja, Dude, ich würde dich gern befreien, aber ich glaube, ich habe noch nicht den richtigen Schlüssel. Oh, ich habe schon den richtigen Schlüssel für dich, okay. Wo habe ich den denn her? Ach, der Master Key, ah. Okay, normalerweise findet man später im Schloss hier noch einen Schlüssel für die Hütte. Okay, gut. Ja. Genau. Okay, gut. Also wir haben Logan jetzt befreit, einen der bekanntesten Zauberer von Windheim. Komme ich hier auch ran? Tatsächlich. Ja, und der wird jetzt demnächst zum Feierlingsschrein kommen und dort Zauber verkaufen. Was uns natürlich sehr freut, als Magier. Deswegen werde ich auch irgendwann mich zum Feierlingsschrein begeben müssen nochmal. Aber es gibt hier eine relativ praktische Abkürzung für. Natürlich. Ja, okay. Hier waren wir eben schon. Habe ich die Steine jetzt wieder hier runtergeschickt oder? Nö. Doch, verdammt. Also muss ich auch wieder dem Stein hinterher rennen. Nerv. Naja. Also nochmal durch die. Da wo der Mimik war. Und zu diesem Aufzug zurück. Das war anscheinend die Richtung, ne? In die man gehen muss. Ja. Okay.
Das heißt ja jetzt, hier kommt kein Stein her, ne? Ja. Dann begeben wir uns nochmal in die andere Richtung. So. Ja, in der Stellung sollte doch eigentlich allerdings das bleiben. Naja. Wird dann demnächst wohl wieder zurückgesetzt. So, hier gibt's nämlich nichts. So, das war die Nummer. Muss man doch irgendwo genau. Sponsor-Zeug mal gucken. Bringen die irgendwas? Naja, Gott, sieht halt richtig kacke aus. Und ich weiß gar nicht, ob dieses Set was bringt, aber ich laufe damit jetzt rum, weil. Es ist leichter als das andere Set, was ich gerade getragen habe. Und dementsprechend kann ich damit besser ausweichen. So, und wo geht's hier hin? Bestimmt war ich hier schon. Oh nein. Naja, Gott. Was hilft's? Dude, das tut mir echt leid, dass du da gelandet bist. Ach komm. Pussy. Was bringt der denn nochmal? Ich glaube, der war sogar relativ nützlich, ne? No Sound, naja, okay. Ich will eigentlich nicht darunter, aber ich glaube, das ist meine einzige Wahl. Und da unten sieht man schon die Schwanzspitze von einem Titanid-Dämon. Eigentlich Stockheilus drauf, aber was hilft's, ne? Vielleicht überlebe ich's ja. Okay, das wäre jetzt wieder zu einfach. Magier, ey. So ein Easy Mode. Okay, aber hierfür werde ich wenigstens den Iron Ring anlegen, damit ich mich besser bewegen kann, weil das ist natürlich hier nicht der einzige Titanid-Dämon, der rumrennt. Es gibt hier noch einige mehr. Da zum Beispiel. Und ich weiß nicht mal genau, wo der Ausgang ist. Ich weiß nur, irgendwo hier ist eine Leiter. Allerdings, die Dudes haben natürlich auch was dagegen, dass ich diese Leiter nehme. Gut, okay, ich nehme die Leiter nicht mehr. Och nee, meine Leiche liegt jetzt hier auch unten mit den 11.000 Seelen. Fuck, ich muss ja so oder so wieder runter. Shit. Shit, shit, shit. Fuck. Shit, fuck.
Na gut. Na gut. Juhu, lass dir in den Rücken schießen, mein Freund. Es wird zu deinem Schaden nicht sein. Ich könnte eigentlich auch mal so frei überlegt. Ich benutze ja meine Waffe so selten als Nahkampfwaffe. Da kann ich ja eigentlich auch den richtigen Katalyst einsetzen. Da mache ich wenigstens mehr Schaden mit Magie und. Mal gucken, wie es so im Vergleich aussieht. Was habe ich denn an Waffen? Dagger, Bandit's Knife kann ich nicht benutzen. Short Sword kann ich benutzen. Long Sword kann ich benutzen. Barbed Straight Sword, das sind ja richtig gute Waffen hier, die ich noch benutzen kann. Das Claymore nicht. Weil zweihändig könnte ich. Fällt noch irgendwas zu. Speer. Müsste meine Stärke um 1 erhöhen. Ja, dann machen wir das doch einfach mal so, dass ich den Sorcerer Katalyst in der einen und in der anderen das Straight Sword habe. Bin ich jetzt noch. Ja! Perfekt. Ich meine, viel Schaden werde ich damit nicht anrichten. Ist eigentlich sogar besser, wenn ich das Longsword benutze. Aber. Dafür mache ich mehr Schaden mit Zaubern. Auf den Schild werde ich nicht verzichten. Das kann ich schon mal garantieren. Ich habe das Gefühl, der ist auch schneller. So, haha. Da unten sind ja wieder meine Dudes. Welchen Weg muss ich denn da jetzt gehen, um einen relativ langen, habe ich das Gefühl, um an meine Leiche zu kommen. Oh nein! Okay, gut, ich muss mir keine Gedanken mehr über meine Leiche machen. Immerhin. Apropos Firekeeper Soul. Ich hab eine, ne? Oder? Ne, das habe ich mir wohl eingebildet.